Hallo! Herzlich willkommen auf dem AgriYoro-Kanal. In diesem Video-Tutorial stellen wir Ihnen die Hauptmerkmale des Gardena Smart Silino City 750. Vorab, denken Sie immer daran, AgriYoro ist der einzige Online-Händler, der Ihnen während der gesamten Lebensdauer Ihres Produktes eine umfangreiche Ersatzteilversorgung bietet. Sollte einmal eine Reparatur oder ein Service notwendig sein, bieten wir dank einer großen betriebsinternen Werkstatt und unserer 400 über ganz Europa verteilten Partnerservicezentren jederzeit kompetente Unterstützung. Weiter jetzt zu unserem Produkt und seinen wichtigsten Merkmale. Der Gardena Smart Silino City 750 ist ein fortschrittlicher Rasenmäherroboter, konzipiert, um die Gartenpflege zu vereinfachen. Dieses Gerät arbeitet leise, ist widerstandsfähig gegen verschiedene Wetterbedingungen und verwaltet seine eigene Aufladung. Sein Design ist darauf ausgerichtet, eine einfache und mühelose Gartenpflege zu ermöglichen und verbessert so das Benutzererlebnis. Dank der Lona Intelligence Technologie kartiert der Roboter den Garten und optimiert die Mähwege mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Diese Funktion steigert die Effizienz des Roboters und verringert die Zeit, die benötigt wird, um einen gepflegten Garten zu erhalten. Außerdem kann er Steigungen bis zu 35% bewältigen, was ihn vielseitig auf unterschiedlichen Geländen und für viele Gärten geeignet macht. Die Gardena Bluetooth App ermöglicht es den Nutzern, den Roboter bis zu 10 Meter entfernt zu steuern und bietet Komfort durch eine einfache Programmierung und Verwaltung der Schnittbereiche. Seine Fähigkeit, bis zu 750 Quadratmeter abzudecken, macht ihn ideal für kleine Gärten, in denen er präzise navigiert und das Gras schneidet. Zusammenfassend kombiniert der Gardena Smart Silino City 750 fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit und bietet eine praktische Lösung, um den Garten mit minimalem Aufwand gepflegt zu halten. Besuchen Sie die Webseite von AgriYoro und entdecken Sie die Angebote in unserem Online-Shop. Klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung, um mehr zu erfahren.